Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, Goku. Ich will heute ein Blitzermörderisch bauen. Dafür müsste ein funktionieren, meine ich. Dafür müsste ich ein 100 mal 50 Feld bauen. Das bedeutet 100 hier unten und oben, 50 noch da rechts. C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Ja. Oder ihr baut einfach mal ganz lange Feld. Hier ist nur noch da. Da. Das Feld wird riesig für eine ganze Switch. Also Leute, das ist unnormal übertrieben. Aber ja. Das muss halt alles machen. Okay, noch ein bisschen haben wir vor uns. Ich bulle mal ein bisschen weiter hier. Da war ein Tier gerade gespawnt, glaube ich. So, dann haben wir dieses Feld. Das müssen wir alles ausleeren. Wenn ihr nicht wisst, wie es genau aussehen wird, ob ihr das sinnvoll findet, was ich hier baue, und ihr denkt, oh, ich mache das jetzt alles nach und vielleicht gibt es auch gar keinen Sinn danach, guckt euch, macht, spielt euch davor, und dann könnt ihr wieder ein bisschen besser aussehen. Wird. Das alles, was wir bauen müssen, nämlich alles repetitiv, also ja, repetitiv. Thank you.
schon wir haben. Wir können das Ganze auch die Arbeit sparen und es einfach auf der Erde bauen, weil ich schon meine Verstecke habe. Ja, das ist ein bisschen mit die ganze Zeit. Das dauert mir zu lange, ich hatte einfach TNT. Bitte springt nicht darüber. So, okay. So. Bitte spring nicht drüber. Oha, ich habe echt gedacht, wir haben ein bisschen mehr gemacht. Und ich werde das ja alles aufbauen. Ach, aber vom letzten Mal. Ja.
Bruder. Das nervt lange mit diesem Loch immer. Okay. Jetzt haben wir einen riesen Krater. Lass nur noch ein bisschen. So, endlich haben wir einen Riesenkrater. Zack. Oh, hier müssen wir noch ein bisschen buddeln. Oder ich habe keine Lust zu buddeln. Okay. Suchen wir uns einen Platz aus, wo der Blitzer halt hinkommt. Der Blitzer kommt hier hin. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie der Blitzer aussehen wird. Also der Blitzer, der wird auf jeden Fall... Hier wird jetzt anscheinend die Straße einfach mal sein. Der Blitzer, der wird das hier haben. Einmal Bruchsteinmauer. Dann wird er... Spender. Ich brauche einen Spender. Stellen wir jetzt hier einmal hier zwei hier drauf. Und den einen hier drauf. Jetzt haben wir einen Stein. Bruchstein. Jetzt machen wir den hier. So. Zack. Braucht ihr erstmal Redstone und auf jeden Fall braucht ihr, wo sind die Comparator, ganz viele. Was wird denn hier runtergebaut? Hier und hier. Ne, warte mal, wir werden den hier hinbauen. Hierhin werden wir den bauen. Zack. Zack, zack. 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 Und ich wollte so, war das ist alles voll falsch. Also, dann, wenn ihr das so gebaut habt, werdet ihr eine Redstone-Technik. So, ist der. Zack. Dann hier wird Comparator 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ich will nochmal eine Schaufel. Ich will einfach mal eine Diamantschaufel. So, das sollte jetzt ungefähr so ausschauen. 50 hiervon. Und das machen wir jetzt viermal bis nach da hinten. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier hin. Und gehen erstmal hier hin. Und dann den hier frei. Damit wir den genauen Weg haben. Okay. Ja. Dann nimmt ihr eine Verkabelung. Macht das Ganze andersherum. Viele. Ist egal, wenn ihr manchmal hier einfach so drauf macht, das ist nicht schlimm. Gleich werden wir da zu dem Thema auch noch kommen. Also es geht für die 1.9 auf jeden Fall auch. Also der auf dem 3DS spielt. Zack, zack, zack. Zieh da anders herum. Zack und zack und zack und zack. Zack, 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 zack. 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 So, jetzt die letzte Stufe. Sind ja genau 4. Ist genau so herum. Ihr könnt das Video auch gerne stoppen, wenn es euch zu schnell geht. Also ich glaube, ich bin der erste YouTuber, der einen Blitzer gebaut hat. Also einen richtigen funktionieren mit Redstone. Ja, okay. 4 Stück. Und die alle müssen wir jetzt auf die letzte Stufe tun. Das bedeutet, alle einzeln. Zack, zack. Das kann lange dauern. Der Blitzer soll jetzt nicht immer wieder direkt blitzern. Ja. Deswegen soll es halt auch ziemlich lange dauern, bis der mal Blitz hat. Wenn das jetzt zu lange dauert oder zu schnell ist, dann spielt nach vorne, dann spielt zurück. Was ihr wollt. Die zurück und dann werden wir einfach mal ganz kurz die Redstone-Technik testen. Obwohl die anderen zwei noch nicht gemacht haben, aber das ist nicht schlimm, die werden wir danach direkt machen. Ich kann einfach nur testen, ob diese Redstone-Technik jetzt schon funktioniert. Es könnte sein, dass das bei euch ein bisschen anders läuft, wegen den Versionen zwischen den Plattformen. Ich bin jetzt auf der PlayStation 4 Version 1.16. Aber auf der 1.9 wird es auch klappen, also auf der Nintendo 3DS. Also ich glaube, es wird auch für jede Person klappen. Wenn ihr halt die Competitor falsch herum gemacht habt, dann könnte es leider lange dauern, bis ihr das wieder hinkriegt. Das Gute jetzt an dieser Redstone-Technik ist, dass das alles versteckt ist. Ich
So, jetzt nehmen wir uns eine Redstone-Fackel. Oder einfach mal nur einen Knopf. Einen Knopf einfach mal nur. Zum Testen. Hier. Das geht halt hier ganz schnell. Und es geht auch wieder ab, also weg. Der geht auch noch schlecht. Der wird auch noch schnell. Und jetzt geht's hier langsam. So. Da habt ihr es gesehen. Guck mal, wie lange die dauert. Wird so eine Technik, bis die endlich mal da ist. Das werden wir jetzt hier machen. Dann wird es hier hinten noch eine lange Verkabelung geben. Ihr könnt es auch jetzt einfach so lassen, dann dauert es halt richtig lange und ihr habt doch keinen. Also ihr, dann ist es halt nicht so lange, also ist nicht so ein Zufall, dass das passiert halt. Und ihr könnt halt auch nicht richtig aussuchen, wann es angeht und so. Also ich hätte ja gleich noch eine richtige Testwerk hinbauen. Ja. Okay. Als allererstes werden wir die jetzt alle mal auf Stufe, nächste Stufe tun. Zack, zack, zack. Das war das Positive eben, wenn wir einmal so hatten, so einen Klick da schon. Wie wir hier noch einen Klick schon hatten. Ich glaube, bei einem hatte ich aus Versehen noch zwei gemacht, aber das ist doch das Gute daran. Und dauert halt nicht so lange, bis wir mal fertig sind. Wir sind gleich angekommen. Nur noch ein Streifen. Ich glaube auch für die Nintendo Switch wird es auch klappen. Normalerweise habe ich das eigentlich schon fertig und zeige es euch erstmal, aber diesmal habe ich das leider nicht so. Ich habe es auf dem Nintendo 3DS gebaut und leider auf der PlayStation nicht, deswegen ist das Problem. Deswegen kann ich es euch auch leider nicht zeigen. So. Jetzt gucken wir uns nochmal die Technik an, wie die, ob die langsam ist oder ob die schnell ist. Also es sollte jetzt relativ langsam jetzt sein. Ja, guck. Das geht doch. Ist auf jeden Fall besser als vorher. So. Okay. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir jetzt allererstes... So, 8 noch da, genau. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Redstone, Komparator. Und erstmal 2 nach vorne. 1, 2. 1. Noch da. Also 8, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoch damit. Nach da. Das bedeutet hier nach da.
Okay, das. Wir werden jetzt einfach mal. Mit dem nach vorne gehen. So, hier 10. 10 jetzt ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den machen wir alle hier auf die. So. So, mal ticken. Zack. Dann werden wir zack. So, dann werden wir hier einer. Jetzt kommt das Spannende hier dran. Wir können jetzt entscheiden, ob es an ist oder ob es aus ist. Also, den Hebel hin. Und jetzt kann diese Redstone-Technik gar nichts. Es kann aber gleich etwas, indem wir jetzt hier einen Block hin tun und einen Kolben, einen haftenden, also einen klebrigen Slime-Kolben. Er klebt sie dran und das jetzt werden wir noch einmal. So. Zack, zack. Und jetzt werden wir einfach hier ein paar Mal noch da gehen. Ihr könnt so viele bauen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt einfach 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 hier hin. Ihr braucht die, diesmal braucht ihr die, also schon mal das Problem ist, hier wird Redstone-Technik angezogen, warte. Also. Ne, wir haben alles falsch herum. Wir haben es falsch herum gemacht, Leute. Zack, 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 zack. Zack. Die alle auf die letzte Stufe, das waren 4. Ihr wisst, die waren 20. So. Und jetzt tut ihr jetzt natürlich nicht anziehen. So, haben wir diese Technik. Tut ihr, seid ihr jetzt hier? Dann tut ihr 1, 2, 3, 4, 5 nach vorne machen. Und dann tut ihr. Tut ihr hier eine kleine Glock bauen. Das heißt, ihr tut jetzt einmal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Die ganz langsam machen. Und dann. Die haben wir schon wieder alle falsch herum gemacht. Ja, okay.
mal so, aber es wird halt nichts passieren. Außer wir würden jetzt hier einen Knopf anmachen. Dann sollte eigentlich immer... Ja, wir haben nicht schon wieder falsch herum gemacht. Alle auf diese Stufe. Das ist ja... Ja, es wird nichts passieren. Außer er macht so. Ich glaube, wir wollen nicht darüber. Ich glaube, wir haben jetzt zwei losgeschickt. Und das Problem ist jetzt hier, glaube ich, an der Sache. Der geht nicht durch. Das ist, weil wir den Fallschirm haben. Komm bitte. Ja, 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 ist so gut. Zwei haben jetzt losgeschickt und er sollte jetzt hier ankommen. So, und jetzt kommen die langweiligen Methoden von dem Ganzen hier. Wir müssen ja das Eis noch zubauen hier. Aber hier, wir müssen ja noch was rauskommen. Besteht, du wirst geblitzt. Das bedeutet, wir tun jetzt hier erstmal, immer wenn du geblitzt bist, ist dann hier super nachgesteckt. Das kann man bauen, wenn man will. Wenn er gleich mal angekommen ist, wird es klappen. So, und dann? Zack. Jetzt erstmal warten. So. Es ist angekommen. Komm schneller. Sie sieht, das dauert halt lange. Ja, einmal geht das Licht an. Zweimal. Und zweimal schon zweimal geblitzt. So. Dann machst du jetzt, nimmst du dir hier so einen Amboss. Und das hier jetzt machen. Nimmst du dir so viele leere Karten? Nee, oder? Ich such grad was. Papier hier. Papier. Bei 64. Geht das? Kann man 64 reintun? Sollten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja, ein ganzes Feld sind neue Karten. Okay. So, dann tut ihr hier einen Stack rein und schreibt da hin. Geblitzt. €100. Ihr könnt auch weniger Geld machen oder mehr. Strafe. Strafe wird groß geschrieben. Ihr habt das erste jetzt schon geschrieben. Zweiten. Schreibt ihr die ganze Zeit? Bei mir geht es jetzt schneller, weil die PlayStation das speichert. Beim 3DS hat das so lange gedauert. Nee. So geht das nicht. Ich meine, 100 Euro und das gleiche zu 10 gleich.
alles hier rein. Ja, denn schon habt ihr euren Blitzer fertig. Jetzt müsst ihr das halt alles nur noch zubauen und so. Ja, ihr könnt es auch noch größer bauen. Und wenn ihr den jetzt anmachen wollt, könnt ihr den anmachen. Werden wir erstmal testen. Könnt ihr gleich einen Wagen bauen, könnt ihr euch in den Wald da fahren. Dann müsst ihr das alles noch zubauen und dann ja, könnt ihr schon mit eurem Blitzer spielen oder bestraft werden. Können wir erstmal warten. Es kommen halt immer mehr. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach mal zumachen. Ausmachen ist es. Okay. Ich werde sicher, dass das Teil hier die ganze Zeit bombardiert. Der geht jetzt hier lang und da. Also ich erkläre es euch mal. Zuerst gucken wir uns das hier mal an. Danach erkläre ich euch die ganze Technik, wie die funktioniert. Können wir gucken. Das ist blöd. Okay, wenn man ich mich einmal hinknien könnte. So. Es will nicht. Warum geht das jetzt nicht? Das klappt jetzt. Sollen wir es testen, ob es klappt? Indem wir jetzt einfach das hinmachen. Dann kommt die nächste Glock und dann, ja. Vielleicht wird es bei euch klappen, dann haben wir jetzt Blitzer. Wie viele? 3. Das bedeutet, 300 Euro müssen wir zahlen. Das ist das Coole hier an dem Blitzer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ja, aber zuerst erkläre ich euch mal die ganze Technik. Also, hier ist ja die Glock, die kennt ihr ja. Die habe ich ganz langsam gestellt. Dann kommt ja hier die Conveyor, der Strahl. Führt hier lang. Und hier. Der macht das. Wenn man ein Redstone-Signal hat und da ist ein Stein davor oder irgendein Block, dann kommt der da durch. Keine Ahnung wie, aber es geht. Und deswegen habe ich das hier. Und wenn man hier drauf drückt, kommt ja das Redstone-Signal geht an. Wegen dem Block kommt hier ein Redstone-Signal hin. Führt das alles hier hin. Führt es hier. Hier mit den Redstone-Verkabelungen nach hier. Nach hier. Und dann hier nach da hinten. Nach da, so eine Art Zickzack. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Tschüss.